Alter, hab ich den gefickt, Alter. Boah. Krass, ey. Da dachte ich halt so, boah, jetzt mach ich alle. Dann bumm, tot. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von BVZ Garden Warfare 2. Wir spielen heute den Captain Eifischzahn, den Juden. An meiner Lieblingscharaktere auf der Zombie-Seite. Oder zumindest an meiner Lieblings-Sniper. Noch Deadbeards, je nachdem, wie ihr Bock habt. So, das ist eine ganz schwierige Map hier. Das ist eine ganz, ganz schwierige Map. Tschüss, dann müsst ihr es nicht überleben. Ja, wird auch nicht. Sagen, ich verstehe nicht, wie die Leute das hinkriegen, die Drohne so leicht abzuschießen. Ich habe damit einfach derbstens Probleme, das hinzukriegen, damit was zu killen. Oder damit, Leute zu erwischen. Fuck. Das war nicht so geil. Und, ne? Müssen wir hier mal richtig was ins Target kriegen, damit wir mal einen Kill hier machen. Einen Kill haben wir ja schon. So, man merkt also, dass es echt also eine sehr beliebte Klasse auch ist. Down. Oh, der hat's auf mich abgesehen, der Junge. Ich sehe dich doch, mein Lieber. Lass dich sein. Wenn er mir natürlich läuft, hat er Pech gehabt. Der dürfte auch tot sein. Muhahaha. Ich liebe nämlich den Schuss von dem Captain Haifischzahn. Der ist ziemlich, ziemlich geil. Weil er auch ein kleiner AE-Effekt mit sich bringt. Da ist er nämlich ziemlich cool. Sock this down. LOL! Weil ich die wiederbelebt habe, bin ich jetzt gestorben, weil wieder kein Enten aufgepasst hat. Da kriege ich ja wieder die Krise, ne? Mann, ey, ich das hasse. Wie kann es immer wieder sein, dass irgendwelche Lutschis hinten durchkommen, ey? Jetzt kriegt der Kollege mal auf die Fresse, weil er da oben steht, wa? Ja, das überlebst du jetzt aber nicht von meiner Seite aus. Kannst du aber sicher sein. Ich hoffe, mein Ding ist verbraten. Klasse. Moment. So, warte mal. War denn nicht irgendwo hier der Zitron? Er hat's mal erwischt. Ach, scheiße. Nicht mehr bekommen. Da nochmal meinen Drohnenanschlag zu benutzen. Ist immer noch hier hinten. Die Säckenpenner. Zweimal erwischt noch. Das finde ich sehr, sehr leicht, die Leute auch hier zu treffen. Im, in dem Modus. Oder auf der Karte hier. Mal hier so ein bisschen Action liefern. Boah, Alter, von wo? Ja, klar, Feuerspray, natürlich. Der hat ja nur gerade einen gefressen, aber okay, Spiel, ich habe dafür Verständnis. Driss. So eine Driss, so eine Driss, so eine Driss. Hamanit, 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 Hamanit. Dummanit, 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 Dummanit. So. Teleporter ist it's here. Vielleicht kann man hier ein bisschen verteidigen. Ich stand mal hier mit einem Ingenieur und habe relativ gut abgeräumt, würde ich behaupten. Jetzt gehen wir mal hier ins Rodeo reiten. Da
Kommt Jana mal? Weil ich spiele, glaube ich, keine Rose gerade. Kann das sein? Wenn ja, habe ich aber jetzt gleich ein Problem, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Also das ist halt Taktik Number One geworden bei den Leuten. Die haben halt mal gemerkt, dass das relativ gut läuft, wenn man als Citron einfach unten reinspringt, weißt du? Nice, den habe ich aber mal mit abgeknallt. Im College. So, wo haben wir denn hier was? Oh nein, ist abgeknallt. Abgesnackt schon fast. Oder wohl eher. So, wir machen mal Drone-Flüchchen. Ein Fluch mit der Drone, ne? Diesen Helm total scheiße. Nicht, wie man sich den selber anziehen kann, diesen scheiß Helm. Die Krise. Heckenpenne. Zock, weg ist er. Weg ist er, der Zock. Headshot! Da lag eine Blume. Ja, ich habe das Gefühl, die werden hier jetzt nicht reinkommen, die Jungs und Mädels. Ja, hier ist irgendwie gerade gar nichts. Ja, doch, jetzt kommt natürlich da einer, weißt du? Manu! War meiner! Ja, Säge! Was soll denn das? Wir wechseln mal unsere Posi, weil hier zu stehen ist doch relativ kogge, habe ich gemerkt. Wir müssen einfach mal die Position wechseln. Warum kriege ich hier nichts? Das kann doch wohl nicht vor sein. Weißt du, was wir machen? Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Drohne. Und machen nochmal einen konkreten Fluch hier mit der Drohne. Und gucken mal, kann man das eigentlich hier so ein bisschen für uns einnehmen? War schon ein bisschen, ja klar, das war natürlich normal, dass mich direkt einer wegkommt mit dieser verfickten Drohne. Ich flippe aus, ne? Ey, ich verstehe das nicht, wieso ich diese verfickte Drohne nie sofort wegholen kann. Aber andere Leute schaffen das immer sofort, ne? Stehe ich nicht. Und ihr könnt mir nicht erzählen, Leute, ihr seht mich doch auch so oft schießen. Ich kann aber nicht so ein schlechter Schütze sein. Mal ohne Witz. Kann aber nicht angehen. Wenn er zurückgedrängt. Einer. Ja, ja. Okay, der war viel zu früh. Alles klar. Oft habe ich das Ding ja dann doch noch nie angewendet. Lol. Kann aber nicht wahr sein. Hat er mich echt noch mit seiner scheiß Drohne weggeholt. Du Arsch. Nein! Du Penner! Ich hätte die down gekriegt jetzt noch, die Blume. Hundertprozentig. Penner, ey. Ohne Scheiß. So shit. Na egal, was soll's. Sag ja, das ist Taktik Nummer 1. Mit dem Citron sofort
in den Garten reinzurollen. Das ist Taktik Nummer 1. Wie man sieht, er hat sogar was damit erreicht. Das ist schlimm eigentlich. Das ist schon eher fast schlimm, dass das funktioniert. Wir müssen halt auf die Sniper-Pose Number 1 jetzt mal gerade gehen, um mal zu gucken, ob wir hier irgendwas geowned kriegen. So im Own-It-Style. Okay, gut, läuft ja ganz gut. Aber ich bin auch gerade relativ. Oh, okay, ich hab's gesagt. Bin doch relativ gut dabei. Aber ich muss mal dringend wieder in meine Drohne. Hallo, Drohne. Drohne! Manchmal hasse ich es, dass du die Drohne auch nicht rufen kannst, ne? Boah, Alter, das Spiel ist manchmal so verbuggt einfach nur. Das kotzt einfach nur an. Da sind gerade eine ganze Menge Pflanzen. Klasse. Boah, nicht stehen bleiben. Oh, das war so klar, ey. Ach, wie schnell ich immer weggeholt werde mit meiner Drohne. Ich flippe aus. Weißt du, ich brauche manchmal ewig, um eine Drohne wegzukriegen, weil die jetzt diese verfickte Hitbox einfach verändert haben. Wenn sie nicht so lassen können wie im ersten Teil, Mann, dann will ich die Drohne auch immer noch wegkriegen, wie sonst was. Ich bin da so dran gewöhnt, mit der Drohne das, die Leute wegzuholen. Ich habe mich so dran gewöhnt, die Drohnen so wegzuholen, dass es einfach scheiße ist, dass sie jetzt die Hitbox verändert haben. Ja, das geht ja wohl mal gerade gar nicht, oder? Findest du nicht? Wieder hier irgendwo ist eine Drohne, glaube ich, gerade gewesen. Da zum Beispiel. Fuck, Alter, der hat nicht mehr viel Life. So eine Scheiße. Also, du siehst halt auch nicht, wenn du Schaden an der Drohne machst. Ist auch so blöd, dass du das weggemacht haben, ne? Dass du nicht mehr siehst, wie viel Schaden du an der Drohne gemacht hast. Der Kill geklaut hier. Das trifft sie aber auch nicht, ne? Das ist der Oberhammer hier. Ja, das meine ich, treff die einfach nicht mehr. Das kotzt mich voll an. Ich hasse Drohnen abschießen mittlerweile. Mann, ey, das ist echt nicht mehr normal. Fuck! Ey, das ist so ein Absnacker, der Penner da, ne? Ist der Hammer! Er setzt hier die ganze Zeit die Kills ab, die ich mache. Heckenpenner, echt, ey. Setzt er sich die ganze Zeit die Kills ab, der Drecksack. Hallo, runterspringen. Ich stand auf meinem Dingens. Ich stand auf meinem Fass hier. Fass tanzen. Fass tanzen. Ja, war eine schöne Runde, würde ich sagen.
Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen oder recht herzlich fürs Zuschauen. Weiß nicht, die geilste Runde ever, aber irgendwann hat mir ja irgendwie die Kills geklaut die ganze Zeit. Das hätte ich ein bisschen mehr bei uns geschafft. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Macht's gut, bis dann. Ciao. Zweite Runde, Captain Haifischzahn. Wir legen los, vor dem Rundenbeginn sogar. Bams, jetzt, ab jetzt haben wir 7 Minuten Zeit. Er sagt, ich komm, machst du das so lang, wie es nur geht hier. Der Ding jetzt hier ist sogar da drinne. Da, das ist mal wieder hier in der Gruppe drinne. Ich mal wieder nachgejoint. So, wir gucken mal. Oh, nice. War das der Erstkill sogar? Nein, ich bin den Erstkill abgesnackt. Danke, alles. Das war nämlich sein Kill, glaube ich, weil er hat nämlich gerade seine Bombe benutzt für den Kollegen. So, wir können direkt den Zug auf den Garten hier uns holen, wenn wir uns hier nur richtig anstellen. Lol. Ich würde sagen, den haben wir noch. Ah, Mann, aber ich habe ihn auch gut zugesetzt. Dafür, dass ich erstmal checken musste, von wo er geschossen hat, war das relativ gut noch. Das war noch relativ gut, würde ich sagen. Guck mal, hier haben wir sogar das erste Dreck eingenommen, bevor die Pflanzen alle hingekommen sind. LOL! Penner. Penners, ihr! Ihr Penners! Ich hab grad so ein Ohrwurm im Kopf. Hört man ja, oh, da hat man wahrscheinlich auch in einer anderen Folge bestimmt mal gesehen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr, wo ich dran bin. Ich habe nur noch im Kopf, welche Klassen ich spielen muss. Ich weiß nicht mehr, welchen Tag wir sogar wir heute haben. Normalerweise weiß ich das, aber heute weiß ich das leider mal nicht. Okay. Wir stellen. Haben wir da nur neue Klassen unterwegs? Nur neue Klassen. Doch da, ey, ein Tarnranger. Ja. Immerhin einer. Und da vorne, ey, ein Rugbystar. Wer hätte das gedacht? Also zielst du mal gerade ganz kurz nicht dahin und dann kommt derjenige raus, weißt du? Ist auch so behindert. Hui. Wir gehen mal hier lang. So. Wir gucken mal. Erstmal machen wir hier diesen Stand kaputt, weil er mich nervt. So. Dann mal die kleinen Scheißer weg. Die müssen wir mal wegsnipern hier, weil die nerven nämlich so ein bisschen. Dann hocken wir uns mal hier hin. Geil. Ja, nice. Wie ich ihn zweimal schon erwischt habe. Für 50. Der Kerl nicht gestorben ist dadurch jetzt. Rausgehen, weil ich werde schon beschossen. Achso, der hat mich nämlich eben gesehen, der Drecksack, weiß ich nämlich. Der war nämlich eben auf dem Weg zu mir. Und ist er dann gestorben. Sauber. Sehr nett. So, gut gemacht. Wir machen es nochmal, vielleicht nochmal kurz Kill mit meinem Fass. Ja, nice. Haben wir das nochmal hingekriegt. Sehr gut. Fassknaller. Sehr gut, voll weggefickt hier den Kollegen. Ich bin hier weg. Team Gadget zerstören. Ja, ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt. Wollte ich auch mal erwähnen. Ihr habt es ja vielleicht schon mal gemerkt. Ich habe so gut wie mit keinem Charakter eigentlich was verändert. Weil mir die. Weil mir die Items nicht gefallen. Mir gefallen die Items, die es jetzt gibt, die es neu dazugekommen sind, die gefallen mir nicht. So, ich finde, die haben in dem Teil ein bisschen übertrieben mit der Blödhaftigkeit der Items, wie die aussehen sollen. Und mir gefallen einfach die Items nicht. Ich mach den mal für euch. Ich mach den mal für euch, so bitte. Nee, also wirklich, gefällt mir gar nicht. Mir gefallen absolut nicht die Items, wie die aussehen, die neuen. Oh, ich kann sogar durchschießen, cool. Deswegen, ja, habe ich bis jetzt so gut wie mit keinem Charakter irgendwas gemacht. Oder irgendwas verändert. Weil mir die Sachen einfach nicht gefallen. Rein. Das ist
kann doch nicht wahr sein. Von hinten so eine blöde Rose. Früher wäre ich recht tot gewesen, aber ja, nachdem sie dann genervt hatten, ist ja auch nicht mehr. Kann man nur den diesen Partykolben haben und so scheiße sein, ey. Oh, mein Näschen. Guck mal, mein Näschen. Das juckt gerade. Oh! Verdammt nochmal. Okididokidi. Wie ist der Fische gerade, ne? Wir machen mal gerade ganz kurz den Drohnenflug. Stellen wir mal gerade einfach mal hier hin und hoffen, dass wir jetzt nicht gekillt werden oder so. Jetzt nochmal gerade. LOL. Jetzt habe ich mich tatsächlich runtergeschoben. Halt fucking ernst. So, wieder dahin, wo ich gerade hin wollte. Ja, derweil ist auch der Drohnenschlag dann ready. Bam, das schlägt auf jeden Fall ein. Zack, der nächste. Mach Mäulchen mal da weg, das müsste da nicht stehen. Oh, ja, der ist noch raus. Sauber, der ist noch raus, Alter. Mega nice. Silver Serie mittlerweile, läuft, würde ich sagen. Kann ich sogar jetzt mit einem. Na, schade, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir hier über einen 13. Kill verhandeln, aber leider war es nicht möglich. Mensch, kann man den von hier aus erwischen, den Kollegen? Das ist wünschlich, wie kommt man da? Ach, da unten kommt man da hin. Ah, lol, guck mal hier. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist klar, ich guck mal, ob ich den kriege, den Kollegen. Ob der da mittlerweile zu ist. Ach, guck mal hier. LOL! LOL, Alter! Wie geil ist das denn? Da ist eine Falle drinne. Wie geil ist denn das, Alter? Das ist ja mal mega. Wusste ich noch gar nicht. Cool. Siehst du, also ich lerne sowieso jeden Tag noch was Neues. Im Spiel. Das war ja mal richtig geil jetzt gerade. Cool, ne? Ist da eine Falle drin, wodurch man sterben kann. Das ist ja mal richtig krass. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind hier hoffentlich sicher. Hoffentlich. Sagt er, bevor er gefressen wurde. Und dann laufen wir mal zum Garten. Wieso wurde da jetzt ein Ding ins... Achso, wahrscheinlich, weil der gerade kurz vom Abnippeln war. Der Bude. Alles klar. Unterstützung in Form eines Luftschlages. Und dann kann das nämlich auch so funktionieren. So, da ist der nächste hinüber. Oh, Alter, habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Ja, das denn mit der. Die ist auch zerfickt worden, genau wie die. Also, wir haben hier gerade gar keine Chance, habe ich das Gefühl. Oh, 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 ich hänge. Hab einen Schuss, krieg ich noch auf sie. Ja! Ha! Einen Schuss habe ich noch hingekriegt. Muah! Jetzt bin ich ganz hinten, ey. Jetzt bin ich der Letzte hier. Ah, cool. Teleporter ist noch da. Danke. Okay, das auch, Dude. Ja, bisschen langweilig die Runde, würde ich sagen. Nee, kann das sein? Egal, wir zerstören hier die Stände auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall noch genauso viel Spaß. Wir zerstören hier das Fass. Siehst du? Ist ja nicht drin. Erdnüsse. Lecker. Ein Huhn. Boah, mega Huhn. Egal, wenn die dich angreifen würden, wie ein Zelda, weißt du? Weil die so lange nervst. Oder weil du die abschießt. Das wäre lustig. Oh, wie süß. Ein kleiner Wichtzock da drin. Cool. Aber wie kommst du da rein, ist die Frage. Kannst du nur die Scheibe rausziehen, dann kann der Wicht da reinklettern und dann kannst du dann zumachen und dann... Naja, egal. So, haben wir hier irgendwo einen, den wir mal so ein bisschen beschießen können. Wir gehen einfach mal in die Drohne. Schieben wir jetzt einfach mal den Addis weg. Uah, durch dich durch. Hohoho, Alter, haben wir den gefickt, Junge.
Alter, ich den gefickt, Alter. Boah. Krass, ey. Da dachte ich halt so, boah, jetzt weiß ich alle. Dann bumm, tot. Boah, Alter, wir sind so, so ein paar Arschlöcher hier. Wir haben sowas von keine Chance gerade. Wo ist der hingeflogen? Alter, wo fliegt der bitte hin? Nice. 19er Serie mittlerweile. Dankeschön, Leute, dass ihr mich so schön supportet hier. Dass ihr schön meine Serie am Laufen lassen. Kann ich mir übrigens ein richtig cooles Waffendesign hier, finde ich. Voll der Camouflage. Hi hier. Guckt mal, ich springe die ganze Zeit extra, damit man sieht. Weil also würde ich halt normal laufen, aber ich bin jetzt extra mal ein bisschen gesprungen, wenn man es gesehen hat. So, runter mit uns. Ha, 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 ha. No scope, no scope. No scope. No scope. Ja, okay, wir scopen eigentlich im Endeffekt. Dann dumm. Stopp, Vase. Hab sie echt zerstört. So. Ist schon down. Oh, nice! Alter, habe ich Schüsse drauf gerade. Ist der Oberknaller. Warte, da oben ist ein Kakteen. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Da ist er. Nein! Holy damit von the fucking shit. Lass uns eine andere Pose suchen. Kerl. So gut wie gar keine Chance gerade gehabt, der Junge. Nice. Sehr gut. Ich sage, ich liebe diesen Charakter. Sauber. Ich sage, ich liebe diesen Charakter, weil der geil ist. Hey, so stirbt denn nicht. Hallo? So. Knappes Dingelchen hier. Auch nicht mehr so flüssig, dass du vorbeiläufst und einfach einen spawnen lassen kannst. Ist auch nicht mehr so schön gemacht wie früher. Finde ich ja persönlich relativ schade. So, wir stellen uns mal in die Ecke, gehen wieder in unsere Dröhnchen. Weiß ganz genau, dass ich, wenn ich wieder auf der Gegenseite wäre, ich mich wieder richtig, 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 richtig schön abfacken würde. Das ist einfach unfair, die Drohne. Kannst sagen, was du willst. Geil ist, diese Kakti wird mich nie im Leben kriegen. Da muss sie sich schon Hilfe holen. Das ist fies hier, was ich mache. Er kriegt mich einfach nicht mit der Drohne. Ich hätte sogar fast den Schnapper noch gekriegt jetzt gerade. Das ist das mies, ey. Ach, schade. Zumindest ist die Kakteen aber aus der Drohne rausgeholt. Wenigstens das. Ich nehme mal einen. Ich würde sagen, ich schnappe auf jeden Fall aber dann gleich von hier hinten so ein bisschen was weg. Zack, der ist down. Sehr gut. Moment. Kein Problem, das ändern wir gerne. Deinen Lebenszustand ändern wir gerne. Dann komm nur nicht da raus, dann bist du tot, Alter. Einziger Serie. Nice. Ich würde sagen, das ist mittlerweile die höchste Serie, die ich mit dem Charakter geschafft habe. Legal. Das mit der Rose zähle ich damals nicht, die 44er Serie. Ey, ich habe die ja wohl eindeutig erwischt, oder? Die Scheißdrohne. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Die habe ich ja wohl eindeutig erwischt, oder?
Ja, der ganz, ganz schöner Motherfucker, ey. Nice. Holy shit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße, das war mal eine nice Aktion. Echt unfair, da kannst du dir die Leute richtig gut wegholen, ne? Und gewonnen. Sehr gut! Bin sogar ganz vorne. Das lässt mich vermuten, dass ich vielleicht sogar auf Platz 1 gerade bin. Das hat was damit zu tun, oder? Wenn du, wie du da aufgereiht bist, oder? Kann das sein? Ich glaube schon, das hat was damit zu tun. Victory! Gewonnen! Bam, 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 bam! Wir haben gewonnen. Sehr gut. 19.790 Punkte nur? What? 31er Serie. Vielen Dank, meine lieben Jungs und Mädels, dass ihr mir dabei geholfen habt, diese Serie zu erreichen. Vielen, vielen Dank. Denn durch euch hätte ich das nicht hingekriegt. Ich bin nicht Erster geworden. Nein! Fuck, ein einziger Clip mir gefehlt, dann wäre ich zumindest gleich gezogen. Egal, was willst du machen? Passiert halt. So, dann würde ich sagen, was das für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu Garden Warfare 2. Macht's gut, bis dann. Ciao.